Hallo alle zusammen, wir machen jetzt zwei verschiedene Low Carb Kekse und zwar ist es jetzt eigentlich ganz praktisch, weil für das eine Rezept brauchen wir nur das Eiweiß und für das andere Rezept nur das Eigelb. Bei mir wird es nur bei den Kokoskeksen ein bisschen weniger, weil ich musste jetzt meine Menge anpassen an die Kokosraspeln, wie viel ich da noch da habe. Aber ansonsten könnt ihr wirklich genau die Menge an Eigelb und genau die Menge an Eiweiß in diese zwei Kekse aufteilen. Das Eigelb brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Kokoskeksen. Hier habe ich jetzt das Eiweiß drin. Die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Und das tun wir jetzt erstmal aufschlagen. So, jetzt geben wir Xylit oder Erythrit zu Puder gemahlen dazu. Ich habe jetzt Xylit. Dann gebe ich noch ein kleines bisschen Vanilleextrakt mit dazu. Und dann kommen auch schon unsere Kokosraspeln mit hinein. Und wenn wir das nämlich verrührt haben, soll das ein paar Minuten stehen, damit die Kokosraspeln etwas quellen können. So, und los geht's. So, jetzt machen wir mit unseren Zimtkeksen weiter. Da haben wir einmal unser Eigelb. Dazu brauchen wir einmal Butter. Dann brauchen wir entöltes Mandelmehl. Wieder Xylit oder Erythrit zu Puder gemahlen. Oh, jetzt ist meine ganze Vanilleschote hier noch mit reingeplumpst. Dann natürlich Zimt, da gibt es jetzt keine Vorgabe, einfach nach Belieben. So, und das verrühren wir. So, und den Zimtteig, den hole ich jetzt hier raus. Gebt den in eine Frischhaltefolie und der geht jetzt erstmal ab in den Kühlschrank. Und dann können wir mit unseren Kokoskeksen weitermachen. Und dann machen wir einfach kleine Häufchen. Und ich werde dann später noch etwas Schokolade schmelzen und die ein bisschen darüber sprenkeln. Dann haben wir sozusagen Bounty-Kekse. So, das sind jetzt unsere Kokoskekschen. Die waren 10 Minuten im Ofen und ich habe jetzt etwas Schokolade geschmolzen. Muss mal gucken, wie flüssig die ist oder dickflüssig. Die ist noch ein bisschen arg dickflüssig. Da muss ich noch ein bisschen Kokosöl dazugeben, damit das Ganze etwas geschmeidiger wird. So, und ich habe ja meine Schokolade, die ich von Kaufland immer habe, wo kein Zucker mit weiter dazugeführt wird. Ihr könnt aber auch eine Schokolade nehmen mit einem Kakaoanteil von 85%. Und dann gebe ich da einfach jetzt ein bisschen drüber. So, ich habe den Teig jetzt schon mal ausgerollt. Ich habe aber festgestellt, dass ich den jetzt doch nicht so einfach vom Backpapier bekomme. Deswegen gebe ich hier jetzt einfach mal noch Mandelmehl drauf. So, mal gucken, ob es dann funktioniert, wenn wir das Ganze jetzt hier einmal wenden. So, also am besten beide Seiten einfach ein bisschen mit Mandelmehl bestreichen. Beziehungsweise, ich gebe hier ein bisschen Mandelmehl hin. Und dann gucken wir mal. Ich weiß immer nicht, doch, das müsste richtig sein. Ja, so geht das Ganze doch schon viel besser. Und der Ofen ist dann vorgeheizt auf 180 Grad. Ober- und Unterhitze.
Ja, und das sind jetzt unsere beiden Keksorten. Also die Zimtkekse, die waren 10 Minuten im Ofen. Und ich habe sie schon probiert, die schmecken wirklich super. Ich nehme mir jetzt einfach mal eins. Also ich finde sie wirklich super lecker. Und jetzt probieren wir mal die Kokoskekse. Die sind auch total lecker. Deswegen gibt es eigentlich weiter nichts zu sagen. Außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!